Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder euer Endo-René. Alles soll mal wieder mit dem großen Wohnwagen losgehen. Eine Testtour, bevor ich jetzt meine große Tour beginne. Ich will nochmal die Motoren testen, will nochmal ein Harz fahren. Ja, habe aber gerade wieder einen Wassereinbruch festgestellt, so ein Mist. Kotzt mich an, ja, gewaltig, weil ich jetzt los wollte. Es ist schon abends. Ja, ich habe den ganzen Tag gebastelt hier, noch gemacht und getan, hier auch mit dem Generator nochmal. Guckt mal. Ich habe den ein bisschen gerader hingehangen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Hatte vorhin noch mal eine Testfahrt gemacht. Ja, und jetzt hat es geregnet. War übrigens schön schwül heute. Und da sehe ich hier eine Pfütze. Guck mal. Und ich hatte ja den Tag extra hier Wasser drauf gemacht. Der Hänger steht hier schon tagelang, wochenlang draußen. Und jetzt regnet es durch, einwandfrei. Ja, ich habe festgestellt, hier hat sich ein Riss gebildet. Seht ihr das hier? Hier habe ich die Platten zusammengeklebt. Und da ist ein Riss. Vielleicht ist der jetzt auch erst entstanden, weil der Wagen hier draußen stand. Keine Ahnung. Naja, mache ich jetzt noch mit Fix All was dran, das soll mich morgen den ganzen Tag regnen. Endlich komme ich los, es ist schon 9:30 Uhr, ja natürlich schon duster. Ganz komisch irgendwie, bei dem rechten Motor, weißt du aber nicht, läuft er jetzt oder läuft er nicht. Naja, ich glaube die Hütte ist ganz schön schwer. Gut, dass wir nochmal bessere Bremssättel nachgerüstet haben. Ich fahre jetzt hier B1 raus. Polizei! Fahren wir mal weiter. Und das, obwohl ich vergessen habe zu blinken. Also zu viel Leistung habe ich hinten nicht programmiert. Wo schon kann ich hier reintreten? Ja, ich fahre jetzt aus Magdeburg raus hier. Geht Richtung Niederdürnleben jetzt. Ja, jetzt nach vorne rechts und dann sind wir gut wie draußen. Ja, wir fahren heute nicht mehr allzu weit. Machen nur 20 Kilometer. Das reicht. Ja, morgen soll es regnen. Also werden wir dann irgendwann im Tagesverlauf losfahren, weiterfahren bis Blankenburg, bis zur Ladesäule, genau, und da wartet nämlich ein Kamerad auf mich. Grüße gehen raus an Björn, sag ich nur. Ja, jetzt geht es ja aus Niederdürnleben raus, jetzt kommt gleich der erste Hügel, mal gucken, ob wir da hochkommen. Sieht erstmal gut aus mit hochkommen hier, kleinen Hügel. Wunderschönen Vollmond haben wir heute, richtig cool aus. Bin in kleinen Runs nehmen und erstmal den Scheinwerfer höher stellen. Das ist ein bisschen zu niedrig hier, der Bengel. Geht schnurstracks Richtung Wandsleben, noch 7 Kilometer bis zu meinem Ziel und da ist noch der Mond. Bin in Wandsleben, ja, bis jetzt läuft es gut. Ich freue mich auch heute draußen pennen zu dürfen. Die ganze Woche waren 30, 35 Grad, denn es ist heute schwül geworden, gestern auch schon. In der Wohnung ist stickig, 25 Grad heik da. Ja, hier draußen ist nämlich schon schön frisch, weil es hat heute schon geregnet und ja, morgen oder woanders hat es schon geregnet und kühl. Was kommt jetzt hier? Mal ohne Simi. Machen wir mal vorbei, ja. Grüße gehen raus an den Simi-Fahrer. Er hat nochmal angehalten und einen Daumen nach oben gemacht bei mir. Schöne Grüße. Eine herrliche Luft ist das hier draußen. Und man hat wieder Energie. Bei der ersten Hitze hatte ich gar keinen Bock. Nicht gemacht, zwei Tage lang. Ja. Ja, und der Kabinenroller ist auch richtig cool. Wo ich die Simi eben gesehen habe, es wäre echt cool, wenn er auch 60 fahren dürfte. Also von der Technik her kann er das locker. Bremsen, die sind super bei den Dingen, die könnten die locker ab. Ja, ich glaube, da müssen wir demonstrieren, dass alle Roller 60 fahren dürfen. Das wäre cool. So, bin in Wurtmorsdorf. Hier biegen wir jetzt rechts ab. Jetzt geht's um Acker. Das sind Windmühlen. Das ist eine schöne Stelle, da hauen wir uns hin. Ich habe eine schöne Stelle hier gefunden. Hoffe bloß, der Bauer kommt morgen früh nicht. Und ja, dass wir unsere Ruhe haben, dass wir auspennen können. Zack, abgekoppelt. Und dann machen wir es uns schön gemütlich drin. Komme ich mal rein in die gute Stube. So, Matte raus. Ja, Matte vergessen. Scheiße. Naja, Badelatschen habe ich zum Glück mit. Ah, das ist immer das Gleiche. Wenn man lange nicht draußen war, die Hälfte vergisst man. So, Salat gibt es heute Abend noch ein bisschen. Was brauchen wir denn noch? Ach, unseren Kocher. Genau, der kommt auch mit raus. Wasser habe ich hier schon. Kocher noch raus, Tässchen noch raus. Seht ihr draußen jetzt noch 17,7 Grad. Geht runter, die Temperatur richtig cool. Und hier gibt es jetzt erstmal den Salat auf. Ja, diese Fertigsalate sind gar nicht so schlecht. Einziger Nachteil, du hast einen Haufen Müll. Das ist doof. Naja, aber da braucht man sich nicht zurecht schnippeln auf der Tour. Ihr wisst, kochen ist nicht so mein Ding. Gut, zack,
Ja, dann würde ich erstmal sagen, einen guten. Käfchen ist fertig. Das haben wir uns verdient heute. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob wir morgen die Berge hochkommen. Ich traue es mir gar nicht zu sagen, ein Brocken. Ja, weiß ich nicht, ob ich da hochfahre. Das ist eigentlich auch ein bisschen gefährlich mit der Hütte. Lief heute erstmal gut, da hier ist ja auch alles flach. Kleiner Anstieg war da vorhin hinter hinter Niederdodelleben. Ja, müssen wir mal gucken. Aber ich fahre erstmal die Berge hoch. Wir fahren mal Richtung Brocken, sagen wir mal so. Und dann schauen wir mal. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, erstmal ein Prösterchen. Übrigens eine herrliche Ruhe hier draußen. Ja, die Grillen zirpen. Ganz toll. Gibt es also verbreitet 20 bis 40 Liter, vereinzelt sogar um 50 Ach du Liter. Ach ob das so eine gute Idee war, 20 bis 40 Liter Regen. So ein Mist. Aber seht ihr, Montag wird er warm, 25, Dienstag 28 Grad. So, machen wir Brett ran. Wir haben jetzt draußen 15 Grad, drinnen noch 19. Angenehm kühl. Kann man schön pennen. Ja, ich lege mich jetzt hin. Übrigens, Flocki ist auch wieder am Start. Und ich habe mir hier ein Kissen geholt. Teste ich mal. Normalerweise zu Hause schlafe ich immer ohne Kissen. Ich muss im Kopf ganz flach liegen. Mal gucken, wie sich das bewährt. Ist natürlich wieder ein halbes Kilo mehr Gewicht. Schauen wir mal. Na gut, dann würde ich sagen, gut's Nächtle. Wartet mal, machen wir Licht aus hier. Ja, gut's Nächtle. Schlaf schön bis morgen früh. Zack. Geht dich aus. Was ist hier los jetzt? Guten Morgen. Oh, ich habe fantastische Schlafen. Ja, ich glaube, das Kissen behalte ich doch. Ja, und draußen regnet es schon. Und wir haben draußen 17 Grad. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Käffchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Und es ist herrlich, wieder im Wohnwagen zu sein. Oh, vor allem die Hitze nicht mehr. In der Wohnung hast du jetzt noch die Hitze. Und ist auch um Welten besser als letztens hier mit dem Zelt und so weiter. Weil jetzt sicher, klar, hätte sich hier irgendwie mit dem Zelt hinhauen können. Naja, hast dann ständig Schiss, dass ihr noch meckert. Und vor allem bei dem Regen, jetzt nervt er das Zelt im Regen inpacken. Den heute einfach rausholen im Regen. Also der Wohnwagen ist schon eine coole Erfindung. Allerdings würde ich ihn leichter bauen beim nächsten Mal. Also ich kann euch einen Tipp geben. Leicht bauen, aber mit Bettkasten. Das müsst ihr irgendwie hinkriegen. Am besten hier, wie gesagt, mit Styroduren. Glasfasermatten, Epoxidharz, das ist schon eine gute Variante, dass er gleich dämmt. Ja, gut, Frühstückchen. Gibt natürlich Weißbrot und Marmelade. Ja. Guten Morgen, Björn. Kompanie, aufstehen. Pinnst du etwa noch? Guten Morgen, René. Was ist bei dir kaputt? Bist du aus dem Camper geflogen oder was? Guck mal auf die Uhr. Nee, ich bin auch schon wach. Ich werde jetzt noch gemütlich ein Käffchen trinken, Zigarettchen rauchen und dann langsam losfahren. Werde aber wahrscheinlich mal zur Mittagszeit eine kleine Pause machen, so wie das Wetter aussieht. Habe ich da ziemlich starken Regen, so zur Mittagszeit. Bis nachher. Ciao, ciao. Alles klar, wir treffen uns auf ein Käffchen. Packen wir mal langsam zusammen. Björn ist schon losgefahren. Ja, erstmal das Geschirr hier rein. Hat alles in Ordnung hier bei Endurene. Und den Kaffee, zack, der kommt hier drin. Stützen hoch und Solar kommt sogar ein bisschen was rein. 0,7 Ampere, also weiß ich, 50 Watt oder sowas. Ankoppeln den Ofen. Uiuiui, mega schwer. Boah. Zack. Schüchchen an. Boah. Und nicht umkippen dabei. Brett ran. Auf geht die wilde Fahrt. Ja, ich experimentiere gerade hier mit den Motoren, weil der hier läuft irgendwie komisch. Denn wenn der an ist, geht es irgendwie schwerer. Ich habe jetzt mal den hier ausgemacht und nur den hier vorne an, am Fahrrad. Ja, und wenn ich hier ausmache, den hier mit dem Kontakt, geht es irgendwie leichter. Das stimmt aber nicht. Muss der hier den hinten mitziehen? Ich habe das Gefühl, der unterstützt bloß ganz wenig. Habe jetzt schon volle Hütte gestellt. Und irgendwas haut nicht hin. Hab jetzt mal umprogrammiert. Mal gucken.
Ja, ich hab's rausgefunden. Der unterstützt bloß bis zu 7-8 Sachen, der Motor. So eine Scheiße. Was ist das schon mal von Mist? Jetzt unterstützt der Motor hinten bis 16 Sachen. Ja, da kann man so eine Brücke rausmachen. Da hast du anscheinend Geschwindigkeitsstufen mit diesen 5 Stufen. Jetzt auf Stufe 2 gestellt. Ja. Also nicht so zu empfehlen, das Teil. Rison Motor Power heißt das Ganze. Nee, kann man nicht empfehlen. Haut nicht so richtig hin. Also ich werde den Motor den rechtsseitig, also Fahrtrichtung rechts, nur im Notfall nutzen, wenn eine starke Steigung kommt. Ansonsten fahre ich hier mit dem linken, mit KT-System. Das ist alles nicht so wahr. Ist zwar schön, dass er diese Anlernfunktion hat und du kannst die Drehrichtung einstellen. Das funktioniert gut, aber der Rest, ja, nicht so schön. Gut. Aber es haut ja hin mit dem Motor, schaffen auch 10% Steigung. Sollte es mal steiler werden, kann ich den einschalten. Macht er halt bloß 5-6 Sachen oder nee. 8-9 hat er ja eben gemacht, fährt man halt so hoch den Berg. Hauptsache man kommt hoch. Klein Oschersleben, Bahnübergang, Schranken sind zu. Wir haben die ersten 11 Kilometer und ich bin in Hadmersleben. Und hier geht's zur Kirche. Und hier geht's jetzt erstmal nach unten, das ist schön. Kai, gute Nachrichten von der Rennradfront. Der Rennradfahrer da vorne hat die grüßt. Und da ist Groß-Alsleben. Es geht vorwärts, 15 Kilometer. Bin in Gröning beim Traxdorf. Wir haben schon 23 Kilometer. Ja, und so sieht es hier noch aus in dem Ort. Weiter geht's. Und hier steht noch ein Fahrrad rum. Das ist doch mal cool. Den Dorf. Wir fahren in Adersleben rein, Landkreis Harz, Stadt Wegeleben. Und ich habe den Generator hier mal angeschmissen. Ja, läuft bis jetzt, läuft schon über 10 Minuten durch. Scheinbar funktioniert es jetzt. Ich mache mal aus. Ist schon ganz schön laut. Und ich überlege, das Teil halt doch wirklich mitzunehmen auf der Wintertour, weil als Range Extender, wie es ja auch vorgesehen ist, ist es schon gut. Ja, aber der Akku geht jetzt schon wieder runter. Unter 48 Volt eben gewesen. Das Teil an die Schmisse. Man schafft es auf jeden Fall noch bis zur Ladesäule. Und wenn mal keine Ladesäule ist, kann man das Ding auch anschmeißen und seine Akkus voll machen. Ja, also ist schon gut. Wiegt natürlich wieder 14 Kilo mehr. Ja, ich überlege natürlich, den einen großen Akku im Wohnwagen dafür zu Hause zu lassen. Das wären mit Ladegerät 7 Kilo. Müssen wir mal schauen. Ja, ist natürlich ein bisschen komisch, so ein Verbrennerteil hier anzuschmeißen. Ist auch relativ laut, habt ihr ihn mitbekommen. Ist auch wieder ein technisches Gerät, was kaputt gehen kann. Ah, aber bist halt noch ein bisschen unabhängiger. Müssen wir mal schauen. Ich überlege mir halt noch, bis zur Gero nehme ich ihn erstmal mit, bis zum Gero-Treffen. Und dann schauen wir weiter. Zur Not lasse ich ihn da. Cool, hier sind welche mit der Kajaks unterwegs. Das ist ja eine tolle Sache. Guck mal, da drüben auch. Da stehen die Teile. Da haben die Fährte hinten drauf. Und hier ist Kai. Kai, komm raus. Käffchen. Hier wieder diese alte Fabrik. Echt cool. Schaut euch das an. Steht alles leer. Kein Mensch drin. Komisch. Ist da Spuk? Scheiben eingeschlagen. Schönes Gebäude. Hallo. Eine schöne Pferdekutsche. Herrlich. Bin jetzt hinter Harsleben, hab den Generator noch mal angeschmissen hier, mache ein bisschen Päuschen, esse ein Bananchen und genieße ein bisschen die Natur hier. Geht über die Bundesstraße jetzt hier, oder was jetzt sein soll. Das war der erste kleinere Anstieg hier vor Westerhausen. Da geht's jetzt hin als nächstes. Jetzt geht's nach unten. Da unten ist dann schon Westerhausen und dann da hinten muss Blankenburg sein. Akku ist schon unter 47 Volt. Da hinten kommt Blankenburg. Ich kämpfe mich hier lang. Heute übrigens leicht schwül. Zum Glück hat es nicht mal dort geregnet. Ja, und mit dem Generator müssen wir mal gucken. So richtig überzeugt bin ich noch nicht von dem Teil. Wieso gibt es die Dinger nicht in leise und in zuverlässig? Naja, gut. Mal gucken, ob Björn schon da ist. Bin ich mal gespannt. Ja, so sieht's aus. Schöne Ecke hier. Ja, Krankenwagen. Bin in Blankenburg. Kein Wunder, dass hier ständig Martinshornhürsen
Blaulich durch die Gegend fahren, die Rasen wie die Irren. Hatte ich hier auch schon mal einen. Lustig dann mir vorbeifahren. Wahnsinn. So ein super BMW. Oh, jetzt muss der Akku hinten alle sein. Scheiße. Wir haben noch einen Anstieg hier. Akku hinten ist alle. Jetzt habe ich den Generator angeschlossen. Der speist jetzt den Akku hinten. Ansonsten komme ich hier ja auch nicht hoch. Hier ist ja noch ein Anstieg in Blankenburg. Coole Gebäude hier. Sieht gut aus. Ja, hier müssen wir jetzt rumfahren. Und da hinten kommt dann irgendwo diese Steigung. Ja, da sind wir so gut wie da. Genau am Berg ist der Akku wieder runter. Die Leistung ist zu wenig, die er jetzt gebracht hat. Der Akku ist halt völlig runter. Passt mal wieder. Oh, jetzt muss ich ja so hochkommen. Ganz schön ein Stück. Der Akku hier ist auch fast runter. Eieiei, wir sind da bloß ein paar hundert Meter. Mal gucken, ob wir es schaffen. 50 haben wir euch jetzt. Wir sind noch 150 Meter. Und ich glaube, ich schaff's nicht. Das ist heftig. Ey, mein guter Schick Generator mit habe. Ey, keine Sonne scheint, ist scheiße. Beschissen ist auch, der Barfang regelt runter, wenn ihr unter 46 Volt ist. So ein Scheißding. Oh, das heißt, ich schaff's. Kurz vor Ausrasting. Ja, ich dachte, ich fahre hier mal locker flockig her nach Blankenburger. Siehst du, wenn keine Sonne scheint hier, dann kommt über Solar so wenig rein und es frisst doch ganz schön Energie in die Hütte. Ja, Akkus runter. Ja, ich hoffe, da hinten ist nicht tiefentladen, Mensch. Ich habe hier erstmal den Generator angeschmissen. Ich hoffe, dass ich jetzt bis hoch komme. Bin kurz davor. Mensch, da irgendwo erkennt man das. Stichwort erste Morgentour. So, hier müssen wir jetzt abbiegen. Ja, ein paar Verbesserungen müssen wir machen, wie ihr seht. Jetzt alles nicht. Von letzten Meter geht der Generator aus. Ja, ich muss das, den Koffer setze ich noch 3 cm höher, dann müsste es hinhauen. So wie er gerade steht, funktioniert es ja. Ja, und gerade die ersten Touris ab. Jetzt müssen wir noch ein Stück hoch. Oh, da ist ja Björn schon. Der lädt schon. Alte Brandenbengel. Kuckuck, Farber Bengel. Ich habe gerade noch eine Stimme gehört, da habe ich gedacht, du musst um die Ecke lungern, dann kommt die Waldhütte angefahren. Fertig. Gerade so hergekommen, so ein Mist, ey. Akku alle. Schöne Scheiße. Die hauen hier an die Bergen, hauen die drauf, die Akkus. Vor allem scheint heute keine Sonne. Jetzt schlägt's 13. Der Akku ist hier noch voll. Guckt mal, 58 Volt. Da seht ihr's. Und hier auch. Das ist, wenn man älter wird. Das glaubst du ja auch nicht. Da muss irgendwas, hat hier eine Macke. Die Stecker hier oder irgendwas hier. Verkabelung hier, die Ben-Akkus hier. Ich habe hier rechts einen und links einen. Da auch noch einen, der lädt gerade. Da muss die Verkabelung eine Macke haben. Hier wirst du irre. Ja, Björn, wir sind kurz vor Burnout. Wenn man älter wird, ne? Dann vergisst man noch seinen zweiten Akku, den man mit dabei hat. Ja, ne? Die sind, wie gesagt, verschalten. Da muss irgendwas eine Macke haben. Was, Björn? Du musst noch arbeiten? Ja, dass endlich mal wieder ein Video hochgeht. Ja, wir haben lange kein Video von dir gesehen. Ja. Fahr mal, Pengel, das machst du gut. Heute ist Sonntag. Ja, aha. Aha. Ja, seht ihr, hier lädt jetzt alles wie üblich. Ja, die Ladesäule kennt ihr ja hier schon, Michael Stein. Ja, seht ihr, Björn hat alles ein bisschen abgedeckt hier, damit das nicht nass wird. Da hat er seine Taschen. Ja, immer wieder schön hier. Jetzt fängt es allerdings ein bisschen an mit Nieseln. Ich glaube, es geht schon wieder los. Es darf ja wohl nicht wahr sein. Regen schon mal hier. So, Käffchen. Und es gibt ein bisschen Happenpappen. Und zwar Quark hier mit Brot. Ja, und draußen regnet es immer noch. Was macht eigentlich Björn? Gibst du auch was zu essen? Ist auch noch Brot, ja? Ja, Nudeln fallen aus. Ja. Beim Wetterbericht sagt nach einer Stunde ist es trocken. Aha, sind wir mal gespannt, oder? Ja. Komm Björn, hier gibt's Käffchen. Put. Also, wenn man hier abends nicht mach Licht in einer Höhle. Lass mich nur eben meine Ladegeräte einpacken. Käffchen geht vor Ladegeräte. Ja, dann habe ich das so wie du, dass sie nass sind hinterher, ne? Richtig deutscher, richtig das hin. Trinken jetzt hier noch ein kleines Käffchen, genießen noch die Abendstimmung. Ja. Und ja, es ist jetzt so kurz nach 9 Uhr. Und dann werden wir uns auch hinlegen. Ja, jetzt ist hier kein Mensch mehr, kein Touri mehr. Ja, total ruhig. Ja, ein paar Wohnwagen sind hier, guck mal da.
Ist hier was los? Gut, Prösterchen. Wir legen uns jetzt langsam hin. Björn schläft schon. Gutes Nächtle, Björn. Gute Nacht. Oh, er schläft fast. Gutes Nächtle, bis morgen früh. Ich schlaf schön. Oh, guten Morgen. Oh, stehen wir mal langsam auf. Oh, guck mal, da kommt richtig schön die Sonne hoch. Sieht traumhaft aus. Kuckuck. Ich muss doch filmen, wenn du rausgekrabbelt kommst. Ja, und Björn sagt, er hat gerade richtig gut geschlafen die Nacht. Endlich mal war er ein bisschen kühler gewesen. Ja. War mal so schwül die Tage davor. Ja, und wir haben jetzt draußen 12,7 Grad, drinnen 14,5. Und ich habe sogar meine Daunenjacke jetzt gleich mal wieder angezogen. Ja, schön, dass das Schwüle vorbei ist. Was ist das hier? Dein Prösterchen, wa? Käffchen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ja, zum Wohle. Ja, zum Wohle. Ja, und hier gibt es ja noch die übliche Weißbrotschnittchen. Also, guten. Ein Käffchen hier. Noch ein Käffchen. Ja, einen zweiten Kaffee. Hast du wieder Wasser für mich mitgemacht? Ja. Wunderbar. So ein herrlicher Morgen hier. Und da gibt es noch ein Käffchen. Björn kommt leider nicht mit. Der hat eine schlechte Übersetzung an seinem Fahrrad, an seinem Motor. Da und brauche ich mich nicht durchkämpfen. Welche Richtung fährst du jetzt weiter? Um Harz herum, ja? Um den Harz herum. Erstmal hier Blankenburg und dann irgendwie möglichst flach irgendwie Richtung Leipzig. Aha, und dann bist du da jemanden besuchen? Einen großen YouTuber? Ja, natürlich. Unser Boss. Eine Postkarte in den Briefkasten reinwerfen. Unseren großen Boss besuchen. Krea, wir kommen. VW. Erstmal Wasser auffüllen hier auf dem Friedhof. Gleich beim Kloster ist der. Wunderbar. Wir packen langsam zusammen, ist schon um 12 Uhr und ich düse jetzt weiter. Ja, Björn bleibt noch hier, der macht noch ein Mittagsschläfchen hier. Björn, was sagst du? Ja, auf jeden Fall. Aha. Geht auch nichts über einen schönen Mittagsschlaf. Aha. Tschüss, Björn. Ciao, ciao. Mach's gut, gute Fahrt. Fahr noch Bengel. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, wir gucken jetzt mal, ob wir die Berge hochkommen. Schauen wir mal, ob das was wird mit der Hütte hier. Feiner Bengel, tralala. Ich hab's auch mal krachen lassen, Papa jetzt. Das Holper, die Polterstück bin ich jetzt hier gut hochgekommen, mit einem Motor nur. Jetzt mal testensweise den hier nochmal an. Lief erstmal gut. Ja, jetzt geht's hier weiter. Jetzt kommen wir gleich auf die Straße Richtung Elbingerode. Hab jetzt 5 Kilometer geschafft. Beide Motoren laufen jetzt. Der linke hier mit KT-System auf ganz schwacher Stufe. Und der hier auch. Aber ich glaube, hier kannst du stufentechnisch hinstellen. Das sind Geschwindigkeitsstufen. Leistung kann man da nicht verändern. Ja, wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Mal gucken, wie heiß jetzt gerade der hier wird. Der hat, glaube ich, eine recht hohe Leistung. Und dann schauen wir mal. Die Kabel das ab können, der Controller das ab kann, oder ob das immer wegschmilzt. Ja. So, machen wir noch 5 und dann messen wir mal. Jetzt wird es mal ein bisschen steiler hier, haben mittlerweile 8 Kilometer runter. Ja, die Motoren müssen schon ein bisschen arbeiten, das hört er. Lassen wir gleich mal. 48 Grad zeige ich da an hier. Der Controller geht 42 Grad. Und die Seite hat 32. Das Kabel ist warm, leicht warm. Ja. Mann, von der Steigung her waren das jetzt so 4-5%, also nicht so dolle. Jetzt geht's runter nach Elbingerode. Jetzt können die Bremsen zeigen, was sie können. Herrliche Aussicht hier oben. Träumchen mal wieder. 6% Gefälle geht ja noch. Da haben wir im Vogelsberg schon mehr gehabt, 10%. Wir sind in Elbingerode. Ja, gut, die klappt, wie gesagt, 6% hier mit den Bremsen super. So, jetzt gehen wir hier erstmal einkaufen. Sieht hier übrigens aus. Schöner Ort mit tollen Fachwerkhäusern hier. Sieht ja mal richtig gut aus. Herrlich, guck mal hier. Okay. Jetzt kommt erstmal der Kotlam. Kuckuck. Frau Wingel. Reagiert nicht. Willkommen im Osten. Oder willkommen in Elbingerode. Bisschen Kram haben wir schon. War noch Quark. Was hab ich da wieder alles geholt hier? Joghurt, Quark, Weißbrot, Bananen. Das Gefährlichste ist hier wirklich der Parkplatz hier von Edeka. Nur schief alles. Da hast du Schiss, dass der Hänger umkippt. Das ist gewaltig gefährlich hier.
Ich fahre jetzt nochmal nur mit dem linken Motor und ja, muss schon entschieden kämpfen. Ob der rechte Motor, da kann man doch die Leistung nicht einstellen. Habe ich natürlich runtergestellt, aber irgendwie scheint das nicht zu machen. Wenn ich den nämlich anmache, macht er eine schöne Leistung. Zack, jetzt läuft er, oder? Schiebt den Engine los hier. Ah, gute Nachrichten von hier oben, hier wächst schon wieder was. Guckt mal. Cool, freut mich. Da hinten ist der Brocken. Cool. Mal gucken, ob wir mal auffahren. Schauen wir mal. Drei Anhone, Bahnhof. Die müssen wir jetzt links abbiegen. Gucken erstmal, ob eine Zug kommt. Oh, er hat sich irgendwas abgefahren. Nein, eben. Das ist schlecht, wenn das Auto zu tief liegt. Ich schau nicht los hier. Oh. Drehmomentunterstützung ist nicht schlecht. Hier muss aber erst eine Kurbelumdrehung sein, ehe es dann losgeht. Cool, da kommt gerade die Brockenbahn. Herrlich. Schöne Aussicht hier mal wieder. Ja, und wir fahren jetzt erstmal ein Beschierte, den werden wir mal weitersehen. Schauen wir mal. Polizei hinter mir. Schauen wir mal. Da fahren sie zur Art Haarnadelkurve und hier geht der Engine steil jetzt schon nach oben. Mal schauen, ob wir es schaffen hier. So vor Schierke. Heftig, heftig. Danach müssen wir gleich mal die Temperatur hier messen. Die Kabel und alles. Da hat mich gerade ein Radfahrer überholt ohne Motor. HV-Bus 13 Sachen hier hoch. Ja, der Motor hier, der schaltet bei 16 ab. Oder fährt vorher schon die Leistung runter. Das ist gut. 600 Meter über dem Meeresspiegel. Was soll das heißen? HN. Ah, 38 Grad hat der Controller hier. Kabel fasse ich mal an. Wo sind die hier? Ja, hier ist das Gummikabel. Ja, geht. Geht. Ist leicht handwarm. Jetzt hier drüben. Oh, hier ist es kühl. Ja, der macht hier halt relativ hohe Leistung. Der Motor hat auch 36 Grad. Geht auch. Und der Barfang hat 40. Ja, den habe ich ihm auch hochgestellt. Alles okay. Okay, weiter jetzt. Ja, ich drehe um. Ich fahre doch nicht auf den Brocken hoch. Ist mir doch ein bisschen zu gefährlich. Alleine mit dem riesen Ding hier. Wenn da doch irgendwie Kabel durchbrennt oder so. Ist mir das doch zu gefährlich. Also fahren wir jetzt, ich fahre jetzt erstmal Richtung Elend. Ingmar ab nach Braunlage, Elend. Ich würde es wahrscheinlich schaffen da hoch, aber ich will es ja nicht ausreizen hier, den ganzen Kram. Ich will nicht, dass die Kabel da, vielleicht kriegen die da ein Ding, wenn die zu heiß wären. Erstmal funktioniert es vielleicht, aber wenn ich in einer großer Tour bin, fliegt mir das nachher in der dritten Steigung bei 10% um die Ohren hier. Und nee. Wenn man zu zweit oder zu dritt wäre, hätte man es vielleicht machen können. Hier die hätten die Kabel natürlich auch ihr Ding gekriegt, aber ja, man muss nicht übertreiben, den ganzen Kram. Ja, machen wir hier rüber. Kleinen Bergtest haben wir ja erledigt und da hat es jetzt durchgehalten, habt ihr die Temperaturen gesehen. Außer dass man hier die Leistung nicht einstellen kann von dem Motor hier rechtzeitig, also in Fahrtrichtung rechts. Ja. Ah ja, gut, müssen wir die größere Tour starten, wenn alles klappt. Bremsen funktionieren auch gut hier, auch tipptopp. Klar, die könnten natürlich immer noch mal ein bisschen besser sein, aber ja, also nicht so einfach, das sind schon große Bremssätze. Ja, jetzt geht's gut, jetzt geht's hier 12% runter, wenn man da so schillt, 12%, eieiei. Elend am Bahnhof, geht immer noch bergab. Schöne Gaststätte hier noch in Elend. Ja, jetzt geht's weiter nach oben. Ja, die Steigung eben hätte ich eigentlich hinfahren sollen, hinzu nach Schierke. Weil 12%, so ähnlich ist es denn auch im Schwarzwald. Und zwar nach Schauinsland hoch, genau, habe ich schon mal geguckt. Da bin ich mich hoch. Ja, hier geht es jetzt weiter. Und wie ich gerade akkutechnisch sehe, weiß ich gar nicht, ob wir es damit geschafft hätten im Brockenhaus. Nämlich schon runter 50 Volt hier. Und hinten wird er noch weiter runter sein. Also hätte ich auch noch mal laden müssen. Ja, also ich habe Ausreden. Oh, hier wird schon ein bisschen steil jetzt hier. Ach mal, es sind doch bestimmt noch 12% hier hoch. Jetzt zum nächsten Ort hier. Wahnsinn. Biegen übrigens gleich ab. Mal kurz auf der Bundesstraße.
Gut, dass wir nicht Bruch sind. Ich weiß nicht, ob ich die 20% da geschafft hätte. Hast ja denn dreimal da ungefähr so 20% und das, ja, glaube ich, hätte ich die gepackt. Nee, nee. Merke ich hier. Das sind vielleicht hier auch Zwölfe, wie wir eben runter sind. Das ist schon. Eieiei. Da ist irgendein Lost Place, guck mal. Da sind Schafe. Riesengebäude. Schaut euch das an, seht ihr das ein bisschen durch die Bäume? Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das früher war. Noch Schafe. Hier haben wir noch mal eine ganz schöne Sicht auf den Wurmberg hier linksseitig und dahinter ist der Brocken denn. Richtig cool. Ja, ich tucker hier weiter. Und das, was ich jetzt hier mache, ist doch praxisorientierter, weil so eine Steigung wie auf dem Brocken hier mit 20-25% mache ich auf der Tour eh nicht. Da überlasse ich das Material jetzt hier und kriege den, wenn ich auf der richtigen Tour bin, ja, Probleme. Machen wir nicht. Ja, das hier ist doch, wie gesagt, praxisorientierter, fahren jetzt hier weiter. Stücke machen wir noch, wir sind schon bei 32 Kilometern. Ja, dann hauen wir uns irgendwo hin, nämlich schön im Wald heute, freue mich schon drauf. Ausreden musst du haben. Das Lustige ist auch, guck mal, weit und breit kein Auto hier. Eben beim Brocken, eins nach dem anderen, Urste Touris, holländische Kennzeichen, Berliner Kennzeichen. Ja, 3 Meter weg vom Brocken, ist schon wieder eine herrliche Ruhe hier. Die ganze entspannen, entschleunigen und wie gesagt, keine Autos, auch kaum eins kam bis jetzt. Ja, merkwürdig. Also ein bisschen abseits vom Brocken müsst ihr. Könnt ihr hier schön Buschkrafting machen. Ja, ganz schön eine Stufe hier. Ich fahre jetzt mal ein Feldweg rein. Ich habe nämlich gerade gesehen auf der Karte, hinter Elend würde ich denn im Bodetal langfahren. Und wie ihr schon hört, Tal, da komme ich gerade wieder hoch. Das heißt, ich bleibe jetzt hier, denn ich bin ja jetzt oben. Das heißt, wir suchen uns jetzt hier was. Vor allem können wir hier ein bisschen Solarnachtgang und guck mal, sieht das immer gut aus. Hier haben wir schöne freie Stellen. Mal gucken, ob wir hier irgendwo, hier werden wir noch einen schönen Spot finden. Ja. Ein herrlicher Spot hier. Einziger Nachteil, hohes Gras. Das heißt, ich muss mich gleich erstmal nach Zecken absuchen. Einmal gucke ich hier die Richtung, ja, Richtung Elend und Benningenstein und so weiter. Und die Brockenbahn fährt hier auch lang. Ja, und dann guckt mal hier. Da hinten ist der Brocken. Da ist der Brocken. Und da ist der Wurmberg. Ein Träumchen. Guckt euch mal an hier. Die Natur erholt sich hier schon. Hier sind schon viele Gräser. Ein paar Bäume stehen noch da. Und hier auch eine Art, ja, Graslandschaft, Savanne entwickelt sich hier. Ja, mal gucken, ein paar Bäumchen. Ja, gut. Mehr nur hier so Brombeeren und so weit. Schauen wir mal, wie es in ein paar Jahren denn aussieht hier. Bin mal gespannt. So, Badelatschen raus, Kocher raus. Und das hier nehme ich dann als Unterlegematte, das Handtuch. Ja, damit ich hier nicht immer einen Dreck so rummache. Ist irgendwie doch besser. Ah, hier jetzt mal, ja, keine Dampflok als Zuglok, sondern so ein Teil. Auch cool. Dann die Landschaft rein, nach Elend runter fährt da jetzt der Zug. Da hinten auf dem Zug sind noch Leute drauf. Mittlerweile ist es 18 Uhr. Ja, ich wollte eigentlich Sonne tanken, aber ihr seht, alles voll Wolken, so ein Mist. Am Morgen früh soll wieder die Sonne rauskommen. Ja, ist echt eine schöne Ecke hier, total ruhig auch. Sieht doch mal wieder urig aus mit der Waldhütte hier. Richtig cool. Ja, ist noch so ein DDR-Lok. Keine Sonne mehr da. Ja, und da hinten in der Brocken und der Wurmberg. Ich zoome noch mal ran hier. Guckt euch das an, das sieht doch mal richtig cool aus. Und da sehen wir jetzt noch ein bisschen den Sonnenuntergang. Ganz, ganz wunderbare Stelle hier. Guckt euch das an. Wo hat man das noch so schön hier? Auf der Seite denn diese total urige Gegend hier. Da kommt der Förster.
Ich mache noch einen kleinen Spaziergang. Jan, der Jäger, ist weitergefahren. Vielleicht war es auch kein Jäger, keine Ahnung. Ja, wirklich schöne Ecke hier. Ist natürlich erstmal ein bisschen komisch ohne die Bäume, aber ja. Und dann ist hier auch so eine Spur. Ich weiß nicht, ob das ein Wildschwein ist. Da hinten hat man die Spuren noch deutlicher gesehen. Hier sind sie jetzt schon ein bisschen verschwommen. Ja, und hier sind immer mal so Hochstände, also recht viel davon. Da wieder einer. Immer mal so grüne Ecken wie hier. Und hier geht es dann in so ein Tal runter. Da stehen noch recht viel Fichten, denke ich mal, sind das. Hier so ein Wurzelballen, das sieht natürlich auch mega urig aus. Dahinter diese Holzstapel. Hier knackt schon noch irgendwas. Oh, da ist ein Wildschwein, Riesenvieh. Habt ihr das gesehen? Alter, ich hau ab. Das war ein Riesenvieh, das sind die Spuren hier. Ich hau ab in meinem Wohnwagen. Alter, am helllichten Tage rennt das hier rum. Das war ja ein Vieh, wa? Ich hau ihn hier ab. Ich hoffe, der haut ab. Hallo, hallo, hier ist ein Mensch. Wo ist denn jetzt der Jäger? Jäger, komm her. Da drüben ist er jetzt, jetzt höre ich was da. Das war ein Vieh, Alter. Jetzt bin ich erstmal geflüchtet. Zur Not kam ich hier hoch. Das ist echt Wahnsinn, dass das Wildschwein hier am hellerlichten Tage rumturnt. Daran sieht man auch, wie wenig Leute hier sind. Ja, am Brocken tummeln sie sich. Der ist da hinten unter Wurmberg. Ja, und hier siehst du keinen Menschen. Der Jäger ist eben vorbeigefahren, aber Wanderer oder Mountainbiker habe ich hier noch nicht gesehen. Also wird wenig los sein. Deswegen turnt das Wildschwein hier auch rum. Das ist gerade mal, wie sehe ich, kurz nach 6. Ja, bisschen Kaffeewasser noch reingemacht. Und dann gibt es erstmal eine Käsebämme hier. Bisschen Schmelzkäse habe ich noch zu Hause im Kühlschrank gehabt. Ja, vorhin habe ich jetzt nicht so viel eingekauft. Sah erstmal viel aus. Bisschen Toastbrot, Cashewkerne. Ja, naja, gut. Schmeißen wir den Käse hier noch drauf. Aufs Brot. Würde ich sagen, guten erstmal. Pudding habe ich auch schon gegessen. Ja, man hat hier draußen echt einen Kohldampf. Ja, ist immer noch eine himmlische Ruhe. Übrigens ist gerade die Huschuschbahn vorbeigefahren. Konnte ich natürlich leider nicht filmen. Ja, da war ich zu langsam. Herrlich hier. Man hier turnt das Wildschwein rum. Mal gucken, ob das nochmal kommt. Gucke noch ein bisschen Fernsehen hier. Ja, und das Mückenteil musste ich rausstellen. Das ging mit einmal so extrem los hier mit den Mücken. Wahnsinn. Also die hat es auch hier, wo ich den ganzen Tag ja keine gesehen hatte, aber abends kommen die dann raus. Ja, ist noch ein schöner Abend hier. Wird schon recht frisch. Mal gucken, wie viel Grad. Oh ja, schon unter 14 Grad. Ja, es ist mittlerweile kurz nach 9. Draußen nur noch 8 Grad. Ja, das merkst du echt. Ich habe hier meine dicke Daunenjacke angezogen. Und da sind mittlerweile 120 Gesamtkilometer. Tagesstrecke waren heute 35, gestern waren es so um die 80, 85. Beziehungsweise, nee, das waren gestern die Gesamtkilometer, genau. Durchschnittsgeschwindigkeit 18,5 Kilometer die Stunde. Ja, nicht so schlecht, allerdings von der Gesamtstrecke. Okay, meine Lieben, das ist jetzt hier mit dem Motorbergtest Teil 1 gewesen sein. Ich würde sagen, selber rausfahren, selber einen Wohnwagen bauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, euer Enduro und Flocky. Wow, wow.